Hallo und herzlich willkommen zu einer kleinen Runde Bus-Simulator 18. Wir haben ja mittlerweile auch schon längst alle Strecken in Zop angeschlossen. Ja, es ist auch schon eine Weile her. Und ich habe auch keine Ahnung mehr, was unsere nächste Aufgabe ist. Ich schaue einfach. Aber erstmal muss ich schauen. Aha, wir haben A37 und Citaro G. Da werden wir dann mal schauen, welchen ich davon nehmen werde. So. Unsere Aufgabe ist es, diese Strecken, diese Haltestellen hier zu verbinden. Ja, das haben wir schon getan, so wie es aussieht. Das ist die hier. Genau, dann müssen wir heute die 22 fahren. Übrigens, ich bin immer noch leicht erkältet. Also wundert euch nicht. Ich nehme Citaro G, habe ich beschlossen. Den werden wir dann demnächst noch umgestalten. So, aber jetzt erstmal erweiterte Einstellungen. Ich muss hier das Ding noch ein bisschen zurückschrauben. Ich glaube, das passt so. Ja, das passt. So, Bodenschwellen und so. Mach mal so. Das ist alles an. Perfekt. Dann Fahrkartenautomat machen wir an. Too Early Event auch. Sonne gelegt, einfach stark, ist gut. Los geht's. Komm. So, oh, schick sieht aus. So, dann zoomen wir mal schön rein. Oh, ich habe Schnellstart angemacht. Egal. So. Jeder knackt der Stuhl. So. Ich krieg demnächst ein neues Lenkrad. Ja. An sich jetzt nicht so viel dabei an der Information jetzt. Welches Lenkrad es wird, keine Ahnung, sehen wir dann noch. Ja, jetzt fahren wir erstmal. Ich glaube, okay, passt. Ah, jetzt sehe ich was. Ich mache gleich noch das Radio an. So, steh mal schön. Ist gut. So, das Ding ist aus. Deine Fahrkarte haben. Warten Sie kurz. Radio machen wir an. Machen wir hier. So, eine Fahrkarte willst du haben. Ich kann es leider gerade nicht lesen. Da ist mein Programm im Weg. So. Ich möchte noch das Programm. Das Aufnahmeprogramm Anzeige-Ding da verschieben, dass ich es lesen kann. So. Was, du hast so einen Zwang? Mensch! Ihr wisst, was das heißt. Okay, ich werde gütig zu ihm sein. Stinkt er dir so? Ich habe keine Ahnung, was das stinkt. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Schönen Tag noch! So, die Oma darf auch rein. So, muss man die Sicht hier anpassen. Ich weiß jetzt, ob ich es euch schon gesagt habe. Ich gedacht, dass es stimmt, aber Christine, aber, ist amputiert. Ich habe das auch so angepasst, dass wenn ich die erste Tür öffne, dass dann auch gleichzeitig die Beleuchtung hier vorne im Fahrradabteil angeht. Beziehungsweise wenn ich die Tür schließe, dass sie ausgeht. So, ein bisschen lang. Ja, hier darf ich 50, also kann ich 55. So, Blinger für hier selbst. Hier muss ich raus. So, du willst da in der Mitte raus. Ach so, Entschuldigung, habe ich nicht gesehen. So. Natürlich darfst du eine Fahrkarte haben, Einzelstandard, Drogen. 2,80 Euro. Das ist ein schöner Tag noch. So, Tür zu und weiter geht die Fahrt. So, haben wir den Fahrer ausgeschaltet, nachdem ich ihn eingeschaltet habe. So, wir dürfen 50.
Oh, da ist wieder einer von den Kollegen. Jetzt fahren wir hier schön entspannt lange. So, dann gibt man Gas. Ich kann mich gar nicht erinnern, dass hier leicht weit aufgeht. Egal. So, jetzt hier schön entlang. Noch ein Tag, dann habe ich endlich frei. So. Ihr habt ja gesehen, ich habe die Bremsstrecke runtergestellt. Das liegt daran, dass ich es ein bisschen anders haben wollte, also die Tade und so. Da kommt was. Aber ich habe Zeit dafür, ich fahre mich hier schön um die Kurve. Das war eng. Ich denke mal, was stehst denn du jetzt da? Mein Gott. Wie kann man doch so blöd sein? Von vorne ist Einstieg, sonst nirgends. Also ich sehe zumindest Licht gehabt. Die Stuhl noch besser umstellen. Ah, da hinten geht nicht. Eine Fahrkarte bitte. Der möchte eine Fahrkarte haben. Eins. Ah ne, zurück. Tag. Standard. Jochen. Danke. Schönen Tag noch. So, willst du eine Fahrkarte haben? Ne. Keine mehr Fahrkarten. Achtung, Licht geht aus. Hoffentlich kommt bald meine Haltestelle. Was war das? Wohin? Wenn ihr habt gerade ein Aussetzerkopf gespielt. Ich hoffe, das kommt nicht nochmal vor. Ich hoffe, dass ihr es nicht gemerkt habt. Also das hoffe ich zusätzlich mal nicht. Licht an, Licht wieder aus. Kommt einer. Das war nicht wieder an. Oh, mach mal. Da muss ich aufpassen. Ja. So, hier schön um die Kurve. So lobe ich mir das. Und dann hier gleich um die Haltestellenluft einfahren. Das war ein bisschen zu weit, also fahren wir nochmal rückwärts. So. Aber jetzt. Opa, eigentlich ist Ausstieg hinten. Ich muss mal meinen Stuhl ein bisschen umstellen. Und das Lenkrad ein bisschen drehen, das geht auch. Ja. So. Dann mal Vorwärtsgang neu. Dann mal die Zahler aus. Tür zu. Oh, ich habe den Motor ausgemacht. Du solltest dir echt mal die Aussicht am Hafen ansehen. Dann gehen wir mal Gas. So, fahren wir hier schön in der Stadt lang. Ist ja das, was ich will. Schöne Buslinien fahren. Hier. Es ist ja wirklich eine Zeit lange her gewesen, dass ich das letzte Mal Bus-Simulator 18 gespielt habe. Oh, 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 oh. Das war eng. Also es war wirklich eine Zeit her. Ja, das ist ziemlich viel dazwischen gekommen. Da war das Pool Let's Play, welches ich auch noch fortführen werde. Damit ging auch Retail in das gekommen. Und dann jetzt diese paar Tage, wo ich gar nichts gemacht habe, weil ich krank war. Also da ist schon einiges zusammengekommen. Da habe ich kurz vergessen zu gucken jetzt bei der Kürzung. Oh, und da war die Ampel rot. Das ist dann wohl die Strafe dafür. Ja, perfekt. So. Komm mal ein Motor aus, das kann jetzt noch eine Weile dauern. Komm, Arme. Wert grün. Ich war kurz davor zu sagen, komm Ampel, wird rot. Ah, das ist doch das, was wir wollen. So, hier schön in die Kurve. Ach übrigens, es gibt eine neue Map für den Busleute 18, eine neue Modding Map. Die erste Modding Map bisher, die ich gesehen habe, bei der man sogar Aufgaben hat. Die ist nicht die größte Map, die ich bisher gesehen habe, aber bisher meiner Meinung nach auch die beste Map dafür, dass
der Entwickler, warum gibt es das Gas? Also dass der Entwickler da noch nicht viel dann gemacht hat. Also die Mensch! Geht's eigentlich noch? Also auf der werden wir sehr viel fahren wahrscheinlich noch, wenn ich hier mit dieser Firma fertig bin. Oh, ich weiß nicht, wie ich mache. Ich kann es hier auch noch. Also das werde ich dann auch noch machen, auf dieser neuen Modding Map. Es gibt ja mehr als nur diese eine Map, die ich euch gezeigt habe. Das war ja Map-Test Teil 1 und 2. Eine Katastrophe. Da fährt gleich der Kollege. Der müsste eigentlich... Was zur Hölle? Okay. Habt ihr das gesehen? Ich kann den Motor wieder ausmachen. Ja, jetzt mache ich den Motor aus und schauen wir die Ampel grün. So haben wir es gern. So, da überholt ihr allerdings. Du kürzest es auch. So, aber wir fahren jetzt nach rechts. Schön dort entlang. Dann wieder nach rechts im Shop. Gucken wir mal, welche Haltebucht haben wir denn heute? Wir haben heute die Haltebucht Nummer 3. Das ist doch gut. So, hier schön Blinker gleich rechts setzen. Dass keiner sagt, wir haben nicht die Mitte jetzt von der Haltestelle. So, genau. So, und dann dürfen die Kollegen auch gerne alle aussteigen. Rot habe ich aufgemacht. Jetzt muss ich nur mal schauen, ob ich das mal rückwärts einparken noch hinbekomme. Gestern sind wir an einer rosa Kuh vorbeigekommen. Ja, die habe ich auch gesehen. So, sind dann alle langsam draußen? So. Ah, ich muss den Motor noch anmachen. Das war's. Das war das Problem. Oh, Mobbingkreis. Darf ich was machen? So. Hier haben wir Vorfahrt. Linger, du darfst ausgehen. Oh, ich muss hier lang. Das geht eigentlich besser. Ich nehme die da. Du darfst rückfahren. Oh, so ein Lenken. Fuck. Das war nicht so geplant. Okay, ich muss jetzt noch vorwärts fahren. Hat nicht so gut funktioniert. So, ich würde gerne was sehen im Spiegel. So. Ah, ich hasse es bei Regen. Ich glaube, ich muss vor und einscheren. Ja. So. Hier so rüber. So. Ah. Jetzt wird's. Also einmal korrekturweise ein bisschen arrangieren, dass es wirklich passt, wenn ich so schief drin stehe, wie gerade eben. So. Und jetzt einfach aufpassen, dass ich rückwärts reinkomme in die Garage einigermaßen. So, komm. Bisschen lebt noch. Ah, Mensch, ihr habt's gleich. So, hier muss ich noch ein bisschen aufpassen. Ja, jetzt soll das passen. So, hier. Einmal so und dann kann ich so.
Ja, okay, ich würde sagen, das passt. So. Aber jetzt. So. So, und dann das hier. Und dann haben wir es eigentlich auch schon geschafft. Nur noch den Müll einsammeln und dann sind wir fertig. So. Dann schauen wir mal. Nur 9400. Das ist zwar ein akzeptables Ergebnis, aber es geht auch besser. Gut. Dann haben wir diese Aufgabe gleich abgeschlossen, sobald wir die nächste Strecke gefahren haben. Und zwar die Strecke 23 in dem Fall dann. Vorher muss ich dann Fahrer einstellen. So. Und dann setze ich dann gleich mit einem Bus auf diese Strecke. Welchen Bus haben wir denn noch? S418. Den letzten S418. Der ist auf Strecke 8. Schauen wir mal den ersten S418. Ich werde mir einfach einen kaufen. So, ich setze jetzt erstmal den hier und den neuen Fahrer auf diese Strecke hier. Oh, wir haben ja mehrere neue Fahrer. So, und dann hier gleich noch einer drauf. So, schließen. Das passt dann fürs Erste. Ja gut, dann hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Wenn das der Fall ist, dann lasst euch ein Like und ein Abo da. Und jetzt wünsche ich euch allen noch einen wunderschönen, traumhaften Tag. Tschüss!